Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Wintersort Simulator 2019 auf der Map Teufeltal. Ja, direkt schon am Anfang versprochen. Ja, wie ihr seht, oder fast seht, sind wir auf Teufeltal auf meinem Spielstand. Ich glaube nicht, dass ihr das seht, also boah, die Schätzung gerade voll gut, schön vom Thema abweichen. Ja, wie ihr es merkt, habe ich heute gute Laune. Ihr kennt ja, glaube ich, nur den Teil von Teufeltal. Es ging aber wirklich nochmal ganz schön weiter. Zwei Folgen. Ne, zwei Folgen nicht. Ich habe eine Folge aufgenommen, aber dann habe ich gedacht, die strahle ich doch nicht ab. Strahle ich doch nicht aus, stelle ich doch nicht hoch auf YouTube. Ja, und jetzt ist ein bisschen was passiert, würde ich mal sagen. Denn einmal wollte ich eine Timelap machen und hatte dann alles vorbereitet für die Timelap. Ich weiß nicht, ich habe locker. Ich glaube, ich habe Real Talk 15 Minuten. Nein, 50 Minuten aufgenommen. An zwei Tagen, also nicht hintereinander direkt, und ich wollte das dann zusammenschneiden, aber ne, mit einer Pause zwischendurch so rum, aber irgendwie, also die Timelap wäre dann irgendwie 20 Minuten gegangen, aber leider ging das nicht, beziehungsweise was ging daran, meine schöne App das nicht aufgenommen, und dann, ja, habe ich es halt umsonst gemacht. Aber was ich gerade sehe, oder was mir gerade einfällt, es waren noch nicht 50 Minuten, es waren 40 Minuten, Entschuldigung. Und dann waren es einfach am Ende 20. Oder sollten dann 20 Minuten zusammengeschnitten werden, ungefähr. So Leute, dann zeige ich euch trotzdem einmal, was passiert ist, denn es ist einiges passiert. Vorweg, oder ich zeige euch erstmal alles grob, was passiert ist. Ich kann hier einmal nochmal schnell die Station fixen. So, es ist einigermaßen okay. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber mein Mikrofon ist mal wieder kaputt oder immer noch kaputt. Und boah, ich weiß nicht, was mein PC hat oder ein Mikrofon, keine Ahnung. Das ist nicht eigentlich USB 1, 2 und ich stecke es mal in USB 2 rein, aber irgendwie, keine Ahnung. So, auf jeden Fall sind die Lüfte hier alle neu gekommen. Ich hoffe, das gefällt euch jetzt einigermaßen. Ja, bis jetzt ist noch grün. Ich bin mal überlegen, ob das eine Saisonstart-Map wird und dann auch grün bleibt. Keine Ahnung. Hier sind Lawinengitter. Ja, jo, und es ist angepasst. Dann habe ich hier mal mit dem Dorf ein bisschen angefangen. Wait. Vielleicht gehen wir mal in den Kamera-Mode. Play. Oh, es ist schon dunkel draußen. Ja, vielleicht doch Kamera-Mode nicht das allerbeste, aber egal. Jawohl, wir machen doch mal hier. So, ja, hier habt ihr Arme wie ein Kreisel. Hier bin ich gerade noch dabei, die Straße weiterzubauen. Den Leitfehlen, es war ein bisschen Arbeit, weil ich die alle mal umdrehen konnte. Aber jetzt müsste das eigentlich passen. Ja, so, dann haben wir hier angefangen, den Parkplatz zu bauen. Und ich meine, ich werde hier auch noch diese Betondinger hingestellt. Ja, egal. So, dann haben wir hier die Kasse. Dann kann man halt Tickets kaufen vom Parkplatz direkt, die sind noch Schienengitter. Ja, ich würde mal sagen, das ist erstmal okay, damit hier eine Sessellift. Muss mal schauen, ob ich eventuell auch, naja, mir gefällt jetzt der Sessellift irgendwie besser als eine Gondel an der Stelle. Allerdings wäre eine Gondel schlauer, weil die Skier ja eh ab hat. Aber dann kann man ja auch runter und dann direkt da rein. So, hier haben wir jetzt eine kleine Bar. Och, zeige jetzt mal alles schnell, was passiert ist. So, hier habe ich jetzt einen ewig langen Zaun. Der stellenweise noch fliegt, ja, wow. Und dann haben wir hier noch den kleinen, wie heißt der, Teufel Kinderlandbahn, genau. Ja. So, dann soll hier irgendwann noch ein bisschen lang gehen, dann ist hier noch einer neu gekommen. Hier hinten habe ich mir jetzt überlegt, werde ich den Schnee so lassen, das wird ein Gletscher. Und in der V2 gibt es hier eine absolute Überraschung, gibt es hier nochmal eine Überraschung für euch. Also hier werden neue Lüfte in den Gletscher kommen. Und ich will da überlegen, ob das jetzt so Sinn macht, hier überall diesen Tellerlüft zu bauen, aber. Naja. Ja, hier wird noch ein bisschen gesmoothed und dann soll das hier ein bisschen glatter werden. Und dann gibt es hier, ich glaube, das. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, die Bahn heißt. Haben wir schon gekauft. Dorfbahn, okay. Ja, das wird dann das Hauptdorf. Sag ich mal so in Anführungsstrichen, sehr kreativer Name, aber naja. Oder die Stütze ist ein bisschen eingebeult. Egal. Ja, ich will da überlegen, ob das hier die Teufelsspitze wird. Oder das hier drüben.
Weil das da drüben auch Teufelbahn heißt, deswegen. Naja. Ja, und der Gletscher bekommt dann auch noch irgendeinen Namen. So, hier haben wir noch eine Mittelstation, die muss ich auch nochmal bauen. Hier ist noch grob dahin geklatscht und ach, hier soll dann ein Dorf irgendwie hin und hier oben auch noch. Ich bin am überlegen, ob ich hier eventuell noch so ein Kinderland baue. Oder hier so einen kleinen Rodelberg in Anführungsstrichen. Und ja, hier kann man dann bis ganz hinten ins Tal rein. Und ja, direkt auf den Gletscher würde ich sagen, kommt man erstmal nicht. Vielleicht in der V2. Aber ich will jetzt auch noch nicht so viel verraten. Ich habe auch noch nicht so wirklich einen Plan, wie das hier alles laufen soll. Aber ja. Ja. Was gibt's noch? Ja, Garagen. Mehr eigentlich noch nicht. Aber ich würde sagen, zum letzten Mal ist das schon ein ganz großer Unterschied, wenn ihr mal bedenkt, dass das hier alles komplett gerade war. Genauso hoch wie hier. Ohne diese Senke, ohne alles, ohne die Berge hier. Das war alles gerade. Egal. So. Ja. Ich bin gerade noch am Überlegen. Hier werde ich auf jeden Fall Nachtski hinsetzen, habe ich mir überlegt. Sorry, wir müssen in die Modliste. Projectors. Full. Okay. So, Hey Bro, ich habe gerade G gedrückt und dann wurde das Licht aktiviert. Ah ja. So, ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich soll ja hier auch. Ich würde es irgendwie besser finden, wenn da ein bisschen Farbe mit reinkommt. Aber das müssen wir dann später machen. So, oh, jetzt erleuchten wir den Wald. So, dann kommt hier nochmal ein Empty. Empty ist, glaube ich, ohne, oder? Ja. Dann können wir da Lichttechnik draufsetzen. Gibt es nicht auch kleiner Slope? Was ist Slope? Full Slope? Empty? Ah, das ist ein kleiner. Okay, der ist besser. Der ist besser. So. Den werden wir einmal entfernen. Weil wir hier schön buntes Licht haben. Ja. Okay, da können wir das direkt an den Tellerlift setzen. Das kommt auch nochmal weg. Und das hier muss noch ein Stück weiter nach hinten. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier noch was hinsetzen. Passt das? Ja, es passt, aber es sieht halt irgendwie nicht so passend aus. Naja. So, dann Color Aqua ist, keine Ahnung, ich glaube weiß oder sowas in der Art. Egal, das ist war blau, glaube ich, oder? Was stand da blau? Ich weiß es nicht. Ja, blau. So. Ja, am besten merke ich mir einmal hier die Höhe. Warte, ich passe sie jetzt nochmal direkt an. Hä? Wow. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Scheinwerfer hin? Ja, so jetzt haben wir blau. Jetzt müssen wir das hier machen. So, und ich bin am Überlegen, was gibt es noch? Red passt am besten, also rot. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Mix, oder? Allerdings wäre grün auch noch mal ganz geil. Wenn wir grün noch reinbekommen würden.
Boah, das sieht irgendwie aus wie so ein glühender Heizpilz. Ja, okay. Das war's dann mal wieder komplett. Red. Mist. Es braucht immer irgendwie ein paar Sekunden, bis es aktiviert ist und dann. So, schauen wir mal. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass das. Weil die hier irgendwie, naja, ein bisschen schief angebracht sind, aber egal. Vielleicht hätten wir doch Empty nehmen müssen, aber egal. So, und dann wollen wir hier den Wald auch nochmal ein bisschen verschönern. So, ich weiß nicht. Es sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Green. Ich glaube, das setzen wir einfach mal hier rein. So, jetzt sieht man das nämlich nicht mehr, aber es wird natürlich trotzdem angezeigt. Rot ist auch perfekt. Allerdings sieht man Rot nicht mehr. Wo ist Rot? Okay, Rot ist scheinbar nicht so stark. Blue. Blau. Okay, das bringt halt absolut gar nichts, ne? Naja. Müssen wir mal gucken, ob wir das eventuell hier oben reinklatschen können. Yellow. Oha, das ist richtig intensiv. Ja, machen wir mal rot. Das soll ja auch später einigermaßen nice aussehen. So. Brauchen wir hier mal eine schöne Abrisski-Bar. So. Es sieht jetzt alles ein bisschen komisch aus, weil wir ja momentan weil wir den Editor haben und es ist halt nicht Nacht, sag ich mal. Oder es ist Nacht, aber es wird nicht als Nacht angezeigt. Es ist ja alles hell. Deshalb sieht das jetzt noch ein bisschen komisch aus, aber das ist bald anders. So, was könnten wir hier gut reinmischen? Ich glaube rot, ne? Oder blue? Red. Ja, doch. Und in der Mitte muss einfach blau rein. Oder Aqua, Purple. Purple ist gut. Ich glaube. Hä, irgendwie leckt das Spiel gerade ein bisschen, aber ja. Hä, Leute, was ist los? Okay. Hä, wait, war das nicht eben blau? Nö. Egal, das bringt nichts. So, ich laufe jetzt hier einmal schnell rüber. Ich glaube, wir haben eine Taschenlampe. Ja. Die sehr, sehr intensiv ist.
Oh hier. Habe ich das selber für mich selber zugemacht? Ja, aber guck mal, Leute, das sieht auch ganz gut aus. Schöne Après-Ski-Bar. Okay, aber hier könnte einfach wirklich nochmal was Helleres vom Licht her rein, oder? Ich glaube, hier setze ich wirklich nochmal was Weißes. Sonst ist das nicht hell genug. Oder wartet mal. Projectors, wall-mounted slop. Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied überhaupt zwischen diesen ganzen Lampen ist. Oh, Mist. Direkt verschwunden. Ich meine, manche, da steht irgendwie immer mounted, walled oder was, was stand da? Irgendwie so und kein Plan, wo da überhaupt alles der Unterschied ist. So. Könnt jetzt ja auch einfach hier Clone in Place machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, und das muss mal in die Mitte. Dann, das ist ja jetzt hier auch für den Nachtbetrieb, sag ich mal, geeignet. Das heißt, wir brauchen auch hier Scheinwerfer. Übrigens sehr kreativer Name von mir, oder? Salzbergbahn. Wirklich sehr kreativ, Tim. Ja, okay, es geht eigentlich. Ich meine, ich kenne, glaube ich, sogar eine Salzbergbahn, oder? Aber ich meine, es ist eigentlich sogar ein recht kreativer Name, aber ich glaube, ich habe das jetzt falsch rübergebracht. Ich meinte, ihr kennt ja, früher gab es ja diese Salzbergwerke und da gab es natürlich auch diese Bahn und das, naja, egal. Ich war einfach gerade lost in dem Moment. Weil wegen Salzbergbahn. Egal. Obwohl, wait, das muss nach oben. Nicht an die Wartung ran. Ja, in die an die Station muss jetzt, glaube ich, nichts. Ja. Oder muss von der, nee, von der anderen Seite muss, glaube ich, nicht. So, Streckenflut. Aber eigentlich ist es auch komplett unnötig, die Dinger jetzt hier hinzubauen, weil. Ich weiß nicht, ob Nachtbetrieb eh jeden, ist ja nicht jeden Tag theoretisch. Oder wenn ich, wenn man es zunimmt. Aber egal. Das würde ich wirklich nochmal geil finden, wenn jemand wie so beim AMT so eine Mod rausbringt, dass ihr Streckenflutter meinetwegen platzieren könnt oder schon da dran sind. Aber dass man die dann auch in der Station an- und ausschalten kann, wie beim AMT. Das wäre ganz geil. So, Clone in Place. Und dann machst du einmal bitte eine 365-Grad-Drehung. Und zack. Und müssen wir das hier mal ein bisschen ankippen. Okay, die hängen als eiskalt ein bisschen schief, aber ist mir jetzt auch egal. So. Ich mach das jetzt auch nicht bei jedem, es ist unnötig. Wait, hier müssen wir nochmal.
Ich glaube, das ist sogar von der Höhe schon okay, oder? So. Okay, es hängt halt ein bisschen schief, aber nein. Und das finde ich immer mega komisch. Wenn ihr jetzt hier so guckt, dann ist das von der Seite, dann ist das irgendwie so schwarz eingeditscht. Wenn ihr jetzt so guckt, ist es schön. Wartet mal ganz kurz. Ich muss. Ja, egal, mache ich gleich. Der andere muss mich weiter in die Mitte. Der hier ist ja schon in der Mitte. Oder ungefähr in der Mitte. Ja, komm, ist okay. Das ist okay. So, und okay, dann haben wir jetzt auch legendäre Streckenfluter und ja, sehr kreative Folge heute von mir. Und es geht schon 21 Minuten das Video. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, war ein bisschen langweilig, aber naja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schaut gerne mal auf meinem Discord-Server vorbei. Ja. Da könnt ihr neue Freunde finden, ein bisschen quatschen mit anderen Leuten. Ja. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, haut rein und ciao.